Wenn ein Flacherdler sowas sagt, ja, ist völlig unmöglich. Dann wird's lustig, denn in aller Regel offenbaren sich dabei lediglich massive Wissenslücken und Verständnisprobleme. Gepaart mit Überheblichkeit und vor allem Selbstüberschätzung. Nicht anders ist es beim Kanal Die Erde ist flach. Inzwischen in dritter Inkarnation. Die anderen beiden scheinen ihm irgendwie abhanden gekommen zu sein. Inhaltlich hat sich aber nichts verändert. Er springt immer noch mit Anlauf in jeden Fettnapf. Und das ist der liegende Halbmond, den wir gleich sehen werden. Und diese Aufnahme, die ist aus Scheiblingkirchen, das ist auch Deutschland. Ich denke, jeder hat schon mal so einen Mond gesehen. Immer wieder mal sehen wir ihn so liegend. Und wir werden jetzt anhand von Mathematik und Bildern, werde ich euch zeigen, dass es so einen Mond in einem heliozentrischen Weltbild nicht geben kann. Meinst du wirklich? Da ist das heliozentrische Weltbild selbst aber ganz anderer Auffassung, wie man hier in der heliozentrischen Simulation deutlich sehen kann. Ach, und übrigens, unter uns, 1945 ist schon vorbei. Österreich gehört nicht mehr zu Deutschland. So, zuerst mal zeigen sie euch grundsätzlich immer eine gerade stehende Person. Ja, ich will mal sagen, auf einer Kugel, wo gibt es keine gerade stehende Personen. Die gibt es nicht. Es gibt nur eine gerade stehende Person, die genau hier am Zenit auf einer Kugel steht und zum Mond sieht. Ein Mensch auf einer Kugel steht immer schräg, so wie wir hier es sehen. So steht der Mensch. Und wenn jetzt der Mond aufgeht, würde er pro Breitengrad auf einer Kugel stehend den Mond anders sehen, wenn er hinschaut zum Mond. Das heißt, wenn er aufgeht, werden wir am 50. Breitengrad, würden wir den Mond natürlich um 50 Grad geneigt sehen. Wenn wir uns hierher drehen und würden dann hintersehen zum Mond, sagen wir zum Vollmond, dann würden wir gerade hinschauen und wenn wir uns wegdrehen auf einer Kugel, dann würde die auf der anderen Seite hier stehen. Das heißt, der Mond muss sich alleine durch das, dass wir auf einer Kugel stehen, weil auf einer Kugel steht der nie gerade, alleine die Sternenbilder unter dem Mond müssen sich die ganze Nacht durchdrehen. Aufgrund dessen, weil wir uns ja auf einer Kugel stehend oder stehend auf einer Kugel uns drehen sollen. Das war zwar ziemlich umständlich erklärt, faktisch aber einigermaßen korrekt. Danke, dass du die Kugelerde bestätigst, denn genau das, was du hier eben erläutert hast, kann man real auch exakt so beobachten. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und sie zeigen euch immer eine gerade Person und zeigen euch dann, wie sich die Sterne herumdrehen, so wie es ja auch in echt ist. Ja. Sie werden es nie mit einer Kugel zeigen, weil das können sie nicht. Diese Darstellung ist durchaus korrekt, denn sie zeigt die lokale Situation für unsere hiesigen mitteleuropäischen Breitengrade. Woher ich das weiß? Naja, es steht direkt unter dem Bild beschrieben. Und weil sie es ja nicht mit einer Kugel zeigen können, sieht man etwas weiter oben ein ähnliches Bild, mit einer Kugel. Jo. Ich frage mich ja, warum du diese Dinge unterschlägst. Man könnte fast sagen... Aber das ist die Manipulation. Besten Dank. Wie wir hier sehen, das wäre die Stellung der Achse im Winter. Die Achse 23,5 Grad geneigt und eine Person, die am 50. Breitengrad steht, also nicht hier am Äquator, sondern hier, wo wir stehen, würde so stehen und würde dann den Mond zu jeder Zeit anders sehen. Ja, er müsste sich die ganze Nacht drehen. Einen Halbmond, der wo immer halb die ganze Nacht aussieht, kann oder aussieht, so angestrahlt, den kann es nicht geben. Richtig, und das hat auch nie irgendjemand behauptet. Für einen Beobachter auf der Erde wird sich der Mond im Laufe der Nacht praktisch immer scheinbar ein wenig drehen aufgrund der Erdrotation. Wie stark diese Drehung ausfällt, hängt vom eigenen Breitengrad ab. Bei der Sonne kann man übrigens den gleichen Effekt beobachten. Zumindest sofern man sich an Sonnenflecken orientieren kann. Also bisher ist doch alles in Ordnung. Und jetzt kommen wir zur einfachen Mathematik. Das hier ist die durchschnittliche Entfernung. Und die größte Entfernung sind 400.000 Kilometer, wie wir hier lesen können. Steht ja auch überall. Und die Größe der Sonne beträgt 1,4 Millionen Kilometer, also der Durchmesser der Sonne. Ja? Also, wenn die Erde hier wäre, in der Mitte, dann würde der Mond mit seinem Abstand nur bis hierher kommen. Das wären 400.000 Kilometer. Ungefähr. Er würde immer in diesem Bereich sein.
immer hier in diesem Bereich, alleine durch die Mathematik. Ja? Und wenn der Mond nur 400.000 Kilometer von der Erde entfernt ist, kann er niemals irgendwo über der Sonne sein. Niemals. Das ist völlig unmöglich, weil er nur bis hierher kommt, aufgrund der Größe der Sonne. Eine liegende Mondsichel kann es in einem heliozentrischen Weltbild nicht geben. Ja, ist völlig unmöglich. Das war schmerzhaft. Du warst so dicht davor, aber wirklich so dicht davor, es zu verstehen. Doch einen Meter vor dem Ziel stolperst du abermals über deine eigenen Quadratlatschen und fällst auf die Nase. Du hast doch selbst gerade vor 2 Minuten erst erklärt, und überraschenderweise sogar halbwegs korrekt, dass die Neigung und scheinbare Drehung des Mondes durch die Erdrotation bedingt ist, weil sich dadurch der Blickwinkel des Beobachters auf den Mond verändert. Und jetzt willst du stattdessen andeuten, es wäre die Position des Mondes zur Sonne selbst, weil er sich oberhalb befinden müsste? Nö. Muss er nicht. Und macht er auch nicht. Ja, diesen Mond hier. Ja, nochmal zurück. Ja, solche Erklärungen hier. Ja, das sind Erklärungen für kleine Kinder. Sie müssen es ja irgendwie erklären. Aber der Abstand wäre wirklich hier. Hier, das wären 400.000 Kilometer. Hier einen Mond herzuzeigen, das wären Milliarden von Kilometern. Abstand von der Höhe. Hier wäre der Bereich. Hier müsste man den Mond hermalen. Das wäre sein Abstand. Hier die Erde und hier 400.000 Kilometer, weil er die Sonne knapp 650.000 Kilometer groß wäre. Ja, er kann niemals hier stehen. Das wären Milliarden von Kilometern, die er weg sein müsste. Gut, machen wir es mal ganz einfach. Für Kinder halt. Fällt dir was auf? Okay, ich mach's etwas deutlicher. Jetzt besser? Fällt der Groschen? Ne, immer noch nicht? Na okay, dann machen wir jetzt einen kurzen Schlug durchs Sonnensystem. Das Rote ist die Bahn der Erde um die Sonne. Das Türkisfarbene ist die Mondbahn. Er steht hier von der Erde aus gesehen, links von der Sonne, ist also zunehmend. Wir fliegen einen Punkt über der Erdoberfläche an, bei etwa 20 Grad nördlicher Breite. Na und da haben wir es doch. Jetzt nur noch kurz in die Beobachtersicht gedreht und schon haben wir eine nahezu exakte Übereinstimmung mit der Illustration. Etwas näher betrachtet sehen wir eine wunderschöne liegende Mondsichel. Die gelbe Linie hier ist nur zur Verdeutlichung der sogenannte Terminator. Also der Übergang von der Tag- zur Nachtseite. Dass die Sichel liegt, ist also einzig und allein durch die Position des Beobachters auf der Erdkugel bedingt. Ja, und es hat auch nichts damit zu tun, dass wir am Äquator stehen oder irgendwie. Wir sehen ja den Mond in unseren Breitengraden so. Ja, das ist Mathematik, ganz einfach. Richtig. Und schon diese einfache Mathematik widerspricht dir. Du konstruierst eine Situation, die es real so gar nicht gibt. Und ziehst daraus Schlussfolgerungen, die real gar nicht zutreffen. Deine Beweise sind null und nichtig. Du versuchst etwas zu widerlegen, was du aufgrund fehlenden Wissens und vor allem aufgrund mangelhaften räumlichen Vorstellungsvermögens selbst gar nicht begriffen hast. Du lehnst dich wieder einmal sehr weit aus dem Fenster. Zu weit. Ja, ihr werdet hier solche Erklärungen, solche einfachen Erklärungen, die überhaupt nicht funktionieren, werdet ihr nirgendwo finden, weil sie das gar nicht beantworten können. Ja, und geschweige denn, wie wir auf einer Kugel stehen. Ja, so wie hier. Okay, du willst sehen, wie wir auf einer Kugel stehen, ja? Na komm, wir machen nochmal einen kurzen Flug. Direkt in der Ekliptikebene. Rot, abermals die Erdbahn, türkis die Mondbahn. Und das Ganze am 28. November 2018. Genau so wie im von dir gezeigten Video des Halbmonds. Das hier ist der 50. Breitengrad Nord. Scheiblingkirchen liegt etwas südlicher bei ca. 47 Grad. Ein Beobachter auf diesem Breitengrad in Mitteleuropa würde also etwa dort stehen und den Mond unter diesem Winkel sehen. Wie war doch noch gleich die Aufnahme im Video? Keine weiteren Fragen.